Wenn man die Bibel liest, bekommt man manchmal den Eindruck, es ist ein bisschen unrealistisch. So war es auch in der ersten Lesung, die aus dem Buch Jesaja stammt. Da wird ein Festmahl beschrieben, das nie stattgefunden hat, so wie es in der Bibel steht. Und wenn man das Buch Jesaja ganz durchliest, gibt es viele Dinge, aber so eine der wichtigen Botschaften ist, Gott hat für uns alle ein Festmahl vorbereitet und es wird toll sein. Wenn man sich die Geschichte des Volkes Israel, also der Juden, anschaut, ist es schwer zu erkennen, wo das stattgefunden hat. Also die Bibel zeichnet von uns ein Bild von so etwas wie Friede, Freude, Eierkuchen. Es wird alles gut, es wird super, Gott wird euch alles geben, was ihr zum Leben braucht und ihr braucht euch um nichts zu sorgen. Wenn man sich Jesus anhört, manchmal sagt er auch ähnliche Sachen. Ihr braucht euch nichts zu sorgen, euer Vater im Himmel sorgt für euch. Braucht keine Angst zu haben. Wenn man aber genauer liest, knüpft das Buch Jesaja da einige Bedingungen an dieses Festmahl der Freude. Deswegen hat es nie stattgefunden, wie es im Buch Jesaja steht, weil das Volk Israel diese Bedingungen nicht erfüllen konnte. Ich will sie jetzt nicht aufzählen, das ist nicht so wichtig, aber Gott möchte uns beschenken. Aber die wichtigste Bedingung dafür ist, dass wir bereit sind, das anzunehmen. Dass du dich in seinen Dienst stellst, dass du ihn als König herrschen lässt. Weil in dieser kurzen Lesung, die wir gehört haben, ist es wie ein Festmahl des Königs. Und zu seinem Festmahl lädt der König ein. Und alle anderen sind Gäste. Das hat das Volk Israel nie ganz begriffen, nie ganz umsetzen können. Und wenn wir das heutige Evangelium hören, ist es ganz ähnlich. Jesus erzählt ein Gleichnis den Hohenpriestern und den Ältesten. Und bezeichnend ist, worüber dieses Gleichnis erzählt wird. Jesus erzählt nicht darüber, wie wir miteinander umgehen sollen. Das kann man da auch herauslesen, da geht es um die Vergebung. Aber das Wichtigste, sagt er am Anfang, mit dem Himmelreich ist es so. Und wie ist es mit dem Himmelreich? Da gibt es einen, der Herr ist. Das ist der Gastgeber, Gott selbst. Jesus sagt, das ist mein Vater. Und er lädt uns ein. Und er schaut nicht so sehr, ob du bereit bist oder nicht für diese Einladung. Gott ist da ein bisschen, ja, manchmal anstrengend. Der kommt meistens ungelegen. Wenn er dich ruft in deinem Herzen, dass du etwas tust. Ich habe das ziemlich oft, muss ich ehrlich sagen. Wenn ich bete, oder es ist auch nicht immer beim Gebet, dann kommt irgendein Gedanke. Manche nennen es Eingebung oder sonst was, das ist nicht so wichtig, wie man das nennt. Aber da kommt ein Gedanke, du könntest das machen. Es ist eine gute Sache, meistens. Und der zweite Gedanke, der kommt, ja, aber. Ich habe so wenig Zeit, es gibt andere Dinge, die wichtig sind. Und. Manchmal spricht auch der Böse in uns hinein. Er möchte verhindern, dass wir Gutes tun. Manchmal sind es einfach unsere eigenen Bedenken. Meistens ist es schlicht und einfach Angst oder Bequemlichkeit. Und Jesus sagt seinen Jüngern, also er spricht zu den Hohenpriestern und Ältesten, aber die Jünger hören zu und sie sind die eigentlichen Adressaten. Er sagt ihnen, macht euch bereit. Der König lädt euch zu diesem Festmahl ein. Stell dir vor, der Bundespräsident lädt dich morgen zum Mittagessen ein. Was würdest du machen?
ja, also morgen geht's nicht, ich habe Arbeit oder was weiß ich, muss was erledigen, muss in die Schule oder ich habe einen Arzttermin, geht nicht. Würdest du das dem Bundespräsidenten sagen? Ich glaube nicht. Die meisten von uns würden alles machen, damit es möglich ist. Und die Bibel sagt uns, Gott ist größer als unser Bundespräsident. Viel größer. Er ist herrlich, so dass die Berge vor ihm weichen, dass alle Engel ihn huldigen und alle Völker ihm dienen werden. Das ist die Verheißung. Gott lädt dich, an etwas teilzuhaben, was viel größer ist als du. Und Jesus sagt dazu Himmelreich. Und das ist nicht etwas, was stattfindet, wenn du mal gestorben bist. Das wäre bequem. Das ist ein Teil davon, aber nicht alles. Er sagt seinen Jüngern, du bist dran. Mach du aus deinem Leben das Beste, hol das Beste heraus. Ich habe in meiner Noviziatszeit, das ist schon, glaube ich, 12 Jahre her oder sowas, haben wir einen bisschen anstrengenden Magister gehabt, also einen Mitbruder, der uns ein Jahr lang begleitet hat am Anfang des Ordenslebens. Und er hatte so verschiedene Ideen und einmal hat er uns eine Kerze mitgebracht, um uns ein bisschen zu erklären, was unsere Gelübde sind. Aber das ist auch etwas, was man auf jedes Leben umsetzen kann. Es geht darum, um die Bereitschaft, etwas zu tun. Er hat eine Kerze mitgebracht, also und sie mit einem Streichholz angezündet. Und er hat dann nicht das Streichholz ausgepustet, wie man es normalerweise macht, sondern es gehalten, so lange, bis er sich die Finger verbrannt hat. Wenn man ein bisschen übt, also da bleibt immer ein kleines Stückchen, das nicht verbrannt ist beim Streichholz. Wenn man ein bisschen übt und schnell ist und geschickt, kann man noch rechtzeitig das Streichholz umdrehen und es verbrennt ganz. Dieses Streichholz ist so ein Bild für unser Leben. Die Möglichkeiten, die du nutzen kannst. Du kannst also von seinem Streichholz so viel nutzen und du kannst auch glücklich sein bei diesem, ganz so viel oder das Ganze. Und Gott lädt uns dazu ein, nicht so viel zu geben, nicht so viel, sondern unser ganzes Leben. Und frag dich jetzt, wo du in deinem Leben vielleicht Gott das erlaubst. Wo erlaubst du Gott, dass er in dein Leben reinspricht, dass er dir sagt, was du zu tun hast und was du zu lassen hast? Darum geht's. Das Beste daran ist, auch wenn du dich für ihn ganz aufzehrst, dann hat unser Magister einen Trick gemacht. Er hat es auch geübt, ziemlich lange. Er hat dieses verbrannte Streichholz, da gibt es nichts mehr, was verbrennen kann. Hat es genommen, in diesen flüssigen Wachs eingetaucht und von der Kerze noch einmal entzündet. Man braucht kein Genie zu sein, es brennt wieder. Das Paraffin brennt, es braucht nur etwas, wo sich die Flamme ranhalten kann und das ist dieser verbrannte Stummel. Das Beste dabei, also das ist ein Bild dafür, wenn wir uns auf Gott einlassen. Wenn du erlaubst, ihm reinzusprechen, auch wenn du keine Kraft mehr hast, keine Lust mehr hast, er wird dir diese Kraft geben. Das zu tun, wohlgemerkt, was er will. Wenn du bereit bist, das zu tun, bekommst du von ihm alle möglichen Mittel. Ich lade euch dazu ein, das auszuprobieren, zu probieren zu Hause und zu vergleichen. Wie ein Streichholz ganz normal brennt und wie so ein Verbrannter brennt, den man da ins Paraffin eintaucht oder wenn man eine Wachskerze hat, funktioniert es auch. Wenn man die beiden Flammen vergleicht, ja, normales Streichholz brennt ganz schön. Aber das Ausgebrannte, in die Liebe Gottes eingetauchte, brennt viel
mehr. Es ist viel heller und die Flamme ist viel größer. Das ist ein Bild dafür, was Jesus seinen Jüngern hier heute verklickern will. Er will ihnen sagen, lass dich auch darauf ein, auf diese Einladung. Zögere nicht. Man muss sich auch manchmal ein bisschen austricksen und sagen, also wenn Zweifel aufkommen, ich mache das schon. Egal, Zweifel hin und her, ich mache das schon. Es gibt keine Zweifel, Gott hat gesagt. Ja. Das ist dann vielleicht ein bisschen einfacher. Aber wenn du dich darauf einlässt, wird dein Leben viel heller sein. Es wird von Christus erleuchtet sein. Und dann sind Dinge möglich, die unmöglich erscheinen. Wie wenn sich junge Menschen zum Gebet treffen, um gemeinsam den Herrn zu loben, ihn zu preisen, ihn anzubeten, Fürsprache zu halten für andere. Weil sehr oft hat man heutzutage so ein Bild von der Jugend, die taugen eh nichts. Ja? Die tun nur Unsinn und was weiß ich. Aber das, was auch in jungen Menschen brennt, dieser Einsatz für ihn, auch wenn es manchmal aussichtslos erscheint, das ist ein Zeichen für das Reich Gottes. So ist das Reich Gottes, von dem Jesus spricht. Wo Menschen mit all ihrer Kraft, mit all ihren Fähigkeiten und aller Entschiedenheit sich auf ihn einlassen, ihm erlauben, in das eigene Leben reinzusprechen und dann einfach versuchen, das umzusetzen. Es muss nicht gelingen, es muss nicht perfekt sein. Es geht um die Bereitschaft, das zu tun. Ich möchte euch dazu ermutigen, hört auf sein Wort, was er in euch reinspricht. Und das kann man ganz leicht identifizieren. Wenn es eine gute Idee ist, die nichts Böses in sich hat, kannst du dir ziemlich sicher sein, das wird von Gott kommen. Und lasst euch auf diese Stimme in eurem Herzen ein. Dann werden Dinge möglich, die ihr nicht für möglich hält.